Brandt redet. Smalltalk im Detail. In der zweiten Ausgabe spreche ich mit der Hamburger Band Waldgeist. Wir reden über ihr erstes Album Hexenwerk, ihren Neuzugang, über das Thema Klischees und über viele verschiedene Themen in der Politik. Und es gibt natürlich viel Musik. Dreieinhalb Träumer und zwei Gitarren aus Hamburg. So beschreiben sich Micha, Martin, Daniel und Benno. Zusammen sind sie Waldgeist. Heute sind die vier bei mir zu Gast. Ich selber nur drei. Was ist da los? Ja, unser zweiter Gitarrist ist verhindert. Der hat es heute nicht geschafft. Okay. Aber sonst ist alles gut bei dem. Alles fit. Wir hoffen ja. Doch, der ist wohl auf. Wird schon. Dazu kommen wir später, wie ihr ihn kennengelernt habt, was da los war bei euch, wie er zu euch gekommen ist. Bestimmt noch ganz interessant. Jetzt erstmal zu unserer Geschichte zu sagen, wie wir zusammengekommen sind. Ich habe Micha und Martin im Zug getroffen, und zwar war das vor knapp einem Jahr, würde ich sagen. Ja, genau. Da war die auf dem Weg nach Kiel. Das ist gut, dass du das sagst. Ich wusste nämlich nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Doch, das war auf dem Weg zum Achterndiek. Zum ersten Acht. Ah, okay. Ja, Mann. Und ihr seid mir so ein Gedächtnis geblieben, weil ihr einfach losgespielt habt. Das war eine Zugfahrt, und ich weiß noch, ihr habt beide irgendwie über Intros gesprochen oder über neue Lieder, wie ihr das machen wollt, wie ihr die schreiben wollt. Und dann fing Martin irgendwie an, ja, ich will das so, ich habe mir da sowas überlegt, und dann habt ihr es euch auch so langsam aufgebaut irgendwie. Und dann habt ihr angefangen, ja, ich glaube, das war das Lied Utopie, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, das einfach zu spielen. Ja, und der ganze Zug war begeistert. Irgendwie habt ihr dann danach erzählt, mal ihr seid auch mal rausgeworfen worden, als ihr das mal gemacht habt. Macht ihr das öfter, Zugspielen? Eigentlich jede Fahrt, ja. Wenn wir Zeit haben und das Fahrradabteil frei ist, dann eigentlich schon. Was macht das für euch aus? Was ist da der Reiz dran, das zu machen an besonderen Orten? Oder es hat gar nicht so viel damit zu tun, sondern einfach, dass wir da sitzen und Musik machen wollen. Also ich uns muss ist, üben. Ja, und Martin muss halt üben, so. Das ist sein Leben. Das ist ja auch ein bedeutender Teil dieser ganzen Bandgeschichte sozusagen, dass du permanent in irgendwelchen langsamen Regionalzügen sitzt und darauf wartest, an irgendwelchen Orten 10 Minuten Musik zu machen. Ja, insofern bietet sich das an, die Zeit irgendwie effektiv zu nutzen. Ja, dann glaube ich im Zug auch erst eure Liste von Liedern, wann ihr was spielen wollt. Das war ziemlich früh. Normalerweise schreiben wir die immer 10 Minuten vorm Auftritt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, weil das ja quasi mein Kennenlernlied war, womit ich euch kennengelernt habe, was ihr im Zug gespielt habt, Utopie, würde ich sagen, kommt das jetzt auch. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Lied Utopie von Waldgeist. Sitzen in einem Mondmobil, haben uns noch nie so groß gefühlt. Kein Tag und keine Nacht, die Trance hat uns komplett geparkt. Tanzen in den Regenbogen, so als wär's wahr. Ohne Netz und ohne Boden, der Utopie so nah. Man muss sich immer alles haben, um ein Stückchen Glück zu spüren. Manchmal muss man gar nichts sagen, um einen Menschen zu berühren. Am Ende dieser Straße, wo Milch und Honig fließt, liegt für die Träumenden das Tor zum Paradies. So, hallo, Utopie. Oh, hallo, Utopie. Springen über weiche Wolken, die Endlosigkeit bedeuten. Lernen die Götter kennen, barfuß durchs Nirvana rennt. Wir lassen uns nicht mehr bremsen, nah am Paradies. Aphrodite an den Händen, hallo Utopie. Man muss nicht immer alles haben, um ein Stückchen Glück zu spüren. Manchmal muss man gar nichts sagen, um einen Menschen zu berühren. Am Ende dieser Straße, wo Milch und Honig fließt, liegt für die Träumenden das Tor zum Paradies. Oh, hallo, Utopie. Oh, hallo, Utopie.
unsere Hymnen neu in verglühte Asche. Dennoch sind wir jung und frei, wir können auch alles schaffen. 1001 Nacht haben wir allein verbracht, obwohl wir nie alleine waren, war auch niemals jemand da. Diesen einen Flügelschlag, eines Mimikrie, tauchen wir ins Licht der Schatten in die Utopie. Man muss nicht immer alles haben, um ein Stückchen Glück zu spüren. Manchmal muss man gar nichts sagen, um einen Menschen zu berühren. Am Ende dieser Straße, wo Milch und Honig fließt, liegt für die Träumenden das Tor zum Paradies. Oh, hallo, Utopie. Oh, hallo, Utopie. Oh, hallo, Utopie. Ja, sehr, sehr geil. Utopie, ein Song, der zum Nachdenken anregt und sehr schön ist, wie ich finde. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Was macht das selbst mit euch, wenn ihr die Lieder schreibt? Was habt ihr da für Empfindungen, für Emotionen? Womit geht ihr daran? Insofern geht die Frage sozusagen an mich, weil ich ja mit dem Text häufig den ersten Teil oder eigentlich immer den ersten Teil mache. Also eigentlich ist es bei uns tatsächlich in der Regel so, ich schreibe einen Text, irgendjemand hat eine Instrumentalidee und legt das dann quasi zusammen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist ja quasi die Frage nach der Inspiration und dem, wie es sich auswirkt. Und das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, eigentlich ist es für mich viel Reflexionsarbeit, die ich mit dem Schreiben mache. Es ist eben, glaube ich, bei Text immer autobiografisch, also du nimmst es immer aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Emotion. Und was es macht, ist im Prinzip, dass es ein Stück weit Dinge von mir weggehen, mir vielleicht noch einmal ganz doll bewusst werden, aber dass ich sie dann quasi ein Stück weit an eine Öffentlichkeit abgebe, aber entpersonalisiert, das ist häufig dann befreiend oder so. Ihr heißt Waldgeist. Wer hatte die Idee dazu, zu diesem Namen und warum? Das wäre wieder ich. Waldgeist ist im Prinzip mein Künstlername schon lange. Der leitet sich von meinem Nachnamen von Waldherr ab. Und das jetzt so ein bisschen einfallslos gewesen wäre, einfach einen stumpfen Nachnamen zu nehmen, kam mir irgendwann mal die Idee. Und zu der Band kam der Name dann eigentlich, weil wir, ja, im Prinzip waren wir vom Rest nicht überzeugt. Also gab noch ein paar andere Ideen, aber davon hat sich nicht wirklich irgendwas durchgesetzt. Und dann sind wir relativ schnell auf die Bühne gegangen und dann war es schwer, das noch abzuändern. Und ich glaube, es können eigentlich auch alle damit leben. Waldgeist Kartell, warum, was ist das für ein Zusatz? Ja, das ist auch interessant. Also Waldgeist Kartell und Waldgeist waren im Prinzip immer parallel. Also eigentlich ist es mal daraus entstanden, dass eine Domain bei der Website-Vergabe nicht verfügbar war. Und dann haben wir irgendwie was gesucht und dachten so, Waldgeist Hamburg ist irgendwie scheiße. Und dann kamen wir irgendwie auf Waldgeist Kartell. Und irgendwie gefiel uns der doch eigentlich, glaube ich, doch irgendwie fast noch besser. Und ja, genau, also wir würden das vermutlich dann in Zukunft mit sowieso eintretende Änderungen kombinieren und dann eine komplette Umbenennung wahrscheinlich drauf machen wollen. Ja, noch eine lustige Anekdote, wie ich finde, zu deinem Namen, Menno. Wir haben dann herausgefunden, dass, ich glaube, eine Sozialarbeiterin oder die Sekretärin Frau Waldherr, das war diejenige, die bei mir in der Schule war. Und du kommst aus nahe Segeberg oder wie ist das bei dir? Nee, meine Mama arbeitet ein bisschen von zu Hause sozusagen. Also ich komme aus dem Kieler Umland ursprünglich. Okay. Genau, wenn wir gerade das Thema haben. Hallo Mama, ich bin im Radio. Nee, genau, also die hat da an der Schule für ein Projekt lange gearbeitet. Ich komme aber eigentlich aus einer Kleinstadt in der Nähe von Kiel. Ja, kommen wir zu eurer Band an sich. Wie ist die Band, wie seid ihr entstanden als Band zusammen? So, ich? Am Anfang. Also ja, am Anfang, oder es ging damit los irgendwie, ich bin dann
vor zweieinhalb Jahren, oder wie lange wohnen wir zusammen? Doch, zweieinhalb Jahre, bin ich mit Benno zusammengezogen in seine Wohnung und dann saßen wir irgendwann mal eines wunderschönen Tages rum, haben so ein bisschen rumgeklimpert. Also ich habe ein bisschen Mucke gemacht und Benno hat einen Text geschrieben und dann haben wir das so zusammengepackt und irgendwie war das cool. Dann haben wir gesagt, okay, hey, lass mal Musik machen. Ja, und dann haben wir damit so angefangen und aus der Zeit sind so Lieder wie Straßenköter, Klischee, Träumer, das sind so die, die übrig geblieben sind, ne? Und dann hatten wir mit Martin, weil Ben und Martin sich irgendwie schon ein bisschen länger kannten, mal zusammengesessen und Martin hat halt auch Gitarre gespielt und da haben wir dann die Lieder Edengarten und Krone geschrieben in der Session und dann war dann irgendwann halt so, ja, ey, ich habe keinen Bock zu singen und irgendwie Gitarre zu spielen gleichzeitig. Das ist irgendwie so einschränkend auf der Bühne tatsächlich und dann haben wir Martin komplett mit ins Boot geholt. Ja, und damit sind wir bis heute sehr glücklich. Wie lange seid ihr aktiv jetzt? Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ungefähr. Okay. Ja. Ja, 2016, Sommer 2016. Ja, okay. Ich glaube, das erste Klimpern war so im Frühjahr 2016 und der erste Auftritt, erste richtig offizielle, war dann, glaube ich, im August. Ja. Okay. Stimmt, auf dem Lala Festival. Ja. Ja. Vorher haben wir einmal im Garten gespielt. Ja. Auch wenn Daniel jetzt nicht da ist, wie ist es zu eurer Zusammenkunft gekommen? Daniel ist der Neue bei euch, wie kam es dazu? Ja, ich habe mich einsam auf der Bühne gefühlt mit nur einem Instrument und wollte irgendeinen, mit dem man noch mehr zusammen agieren kann. Und allgemein wollten wir das alles ein bisschen breiter machen vom Sound und dass man das ein bisschen besser aufteilen kann in Rhythmus und Solo-Gitarre vielleicht. Oder wir haben nach mehreren Instrumenten gesucht. Es war nicht klar, dass wir unbedingt eine Gitarre wollten. Wir dachten überhaupt mal irgendwie vielleicht auch ein Cajon oder so. Aber mit Daniel hat sich das dann so ganz gut ergeben, weil wir den auch schon kannten im Freundeskreis. Ja, aber man muss ja auch so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man Bock auf so ein Projekt hat, weil es eigentlich zu so einem Zeitpunkt, wo wir sind, musst du eigentlich relativ viel Zeit und Leidenschaft und teilweise auch Geld investieren und es ist eben unklar, was das Ergebnis ist, außer Spaß. Insofern muss man auch jemanden finden, der Bock hat, dann das mitzuziehen. Also wir spielen ja auch sehr, sehr viel tatsächlich. Viel mehr als andere Bands, glaube ich, in der Größe, in der wir sind, weil wir einfach irgendwie so mal viel darum kümmern und Bock drauf haben. Insofern musstest du auch jemanden finden, der da irgendwie mit reinpasst. Zum Thema reinpassen. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn die Bandmitglieder sich selber gegenseitig beschreiben. Ich werfe das einfach mal in so einen Raum. Beschreibt euch mal gegenseitig. Ich fange mal an. Also ich fange mit Martin an. Martin ist ein ziemlich, ziemlich herzensguter Mensch und einer der diszipliniertesten Menschen, die ich kenne. Doch mit seiner Gitarre und dem ganzen Üben und so, das kenne ich tatsächlich niemanden, der da so hinterher ist. Und Benno ist Benno. Ja, nee, wie soll ich dich beschreiben? Ein unglaubliches Organisationsteil. Ja, das stimmt schon, ein ziemlich echt, das ist krass. Der tut immer sehr verplant, aber wenn er auf was Bock hat, kriegt er schon einiges gemanagt. Das ist echt erstaunlich. Ja, und Micha? Micha ist Micha. Sag was. Also finde ich eine schwere Frage, wie soll man jemanden beschreiben? Also mal alles, was du an mir hast, kannst du mir jetzt ins Gesicht schmeißen. Dafür reicht das Interview heute nicht. Ja, denke ich auch. Also bei den positiven Sachen, wenn wir auch nochmal weiterkommen. Ich würde sagen, zu betonen ist, dass man jetzt seit zweieinhalb Jahren in so einem engen Kontakt ist und sich immer noch nicht gegenseitig die Schädel eingeschlagen hat. Das sagt relativ viel über meine Sympathie für diese beiden Menschen auf jeden Fall schon mal aus. Und Daniel ist der Neue, ich weiß nichts über ihn. Er hat uns keinen Steckbrief geschrieben. Nein. Oh, hätte er mal machen müssen. Daniel, vielleicht auch noch, weil er nicht da ist und sich nicht beschreiben kann sozusagen, ist sicherlich ein sehr freundlicher, zuverlässiger, offenherziger Mensch. Mut zur Investition. Liebe zum System. All die Dinge, die uns wichtig sind. Ja. Warum musstest du da gerade lachen? Weil das alles wahr ist. Okay. Alles, was wir sagen, ist vollkommen ernst gemeint und wahr. Und deshalb lache ich ab der Ernsthaftigkeit. Auch zum Lachen vielleicht oder zum nochmal Reflektieren. Was würdet ihr sagen, was war euer
Banderlebnis bisher, was raussticht? Ob auf der Bühne oder einfach unterwegs? Oh, das ist so schwierig, weil wir haben mehrere Situationen. Ja, das ist so, eigentlich müsste da jeder von seinem persönlichen irgendwie berichten. Es gibt auch so ein bisschen so schönstes Wochenende, schönster Auftritt, schönste Zugfahrt. Eigentlich hätte man so, für alles hätte man, glaube ich, ein anderes Konzert. So. Ja, wir haben auf jeden Fall in den 2 Jahren, in denen wir uns jetzt irgendwie in der Weltgeschichte rumtreiben, unglaublich viele, unglaublich lustige Sachen erlebt, die ich persönlich auch niemals missen möchte. Also ich glaube, so rein von dieser schaffenden Seite her sozusagen, ist es auf jeden Fall, das Album mal in der Hand gehabt zu haben, so eine eigene CD oder ein eigenes Produkt in der Hand zu haben, fand ich schon ein extrem abgefahrenes Gefühl, weil das ist also wie so ein Baby oder so, wo du dann eben ein fertiges Produkt siehst für all das, was du getan hast. Das ist mal ab von eben, wie sie auch schon sagten, sau vielen lustigen Saufgeschichten. Das kann keiner mehr nehmen, ne? So. Nö, genau, aber das ist schon so rein vom Schaffenden her, ist es auf jeden Fall geil, ne? Ja, wenn man das sagen kann, ist die Hauptsache, ne? Oder eine der Hauptsachen. Ja, es gibt schöne Auftritte, wo man das Gefühl hat, damit hat man was bewegt, so irgendwie die Leute erreicht, so. Da hatten wir auch ein paar schöne Momente von. Ja, also teilweise auch nicht mal unbedingt was bewegt zu haben, aber den Leuten so eine Dreiviertelstunde lang was anderes zu geben. Sie im Bann zu ziehen. Ja, genau, so. Leute zu bannen und da. Wenn es funktioniert, so ist das ein schönes Gefühl. Ja. Komm, dann erzähl noch einmal jemand eine. Wallapampa auf jeden Fall. Es war im Sommer auf so einem ganz kleinen Festival auf so einem Resthof und das war super abgefahren, weil irgendwie also das ganze Festival waren irgendwie, wie viele, 100 Leute oder so, 150. 100, ja, irgendwie so. Und dann standen da, was waren das, 60 Leute vor der Bühne oder so. Und keine Ahnung, wir hatten eine Wall of Death mit aus Kindern, die waren so 5 und 6 Jahre alt und so, die dann irgendwie vor der Bühne angefangen haben zu pogen und hin und her zu laufen und so. Und irgendwie, das Publikum hatte unglaublich viel Lust und die haben die Musik unglaublich hart gut aufgenommen so. Und auch einfach richtig, richtig, richtig gut zugehört. Der Mischer hat super gemischt. Ja, also stimmt auch. Ja. Das war insgesamt einfach sehr rund und auch das ganze Festival so dann, ne? Das ist so dann der Abend als solcher mit den Leuten und den Gesprächen, die man da geführt hat und so. Das war schon geil, auf jeden Fall. Also doch noch ein gemeinsames Erlebnis gefunden, was euch in Erinnerung bleiben wird. Mm. Definitiv. Ja. Ja, zu den Texten oder zu den Liedern nochmal. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, für diese Lieder oder für diese Songs ist ja hauptsächlich Benno verantwortlich. Ihr drei, was ist euer jeweiliges Lieblingslied bis jetzt? Bei mir ist es tatsächlich Straßenköter, immer noch. Ich war es eigentlich die ganze Zeit über, weil ich mich mit dem Lied irgendwie am meisten identifizieren kann, glaube ich. Oh, das ist eine so schwierige Frage für mich. Bei mir wechselt das immer wieder. Also, und es ist immer eher so die Lieder, die gerade neu sind, die man neu schreibt, wenn da welche dabei sind, die einen einfach so selbst vollkommen vom Hocker hauen. So. Ja. Ich würde mich Marlin auf jeden Fall mit Straßenköter anschließen, weil es eben auch das Lied ist, was wir eben immer gesagt haben, was ein bisschen auch diese Bandgeschichte ausmacht sozusagen. Also dafür, das ist ein Lied, das, glaube ich, relativ repräsentativ war und ist. Und zusätzlich noch Träumer sagen, weil ich glaube, dass die Zeitaussage ist da zeitlos und sehr, sehr ehrlich und gelungen, finde ich. Also, soweit ich mich da selbst loben darf. Michael, du sagst, die neuen Lieder gerade, die ihr gerade schreibt oder die gerade am Entstehen sind, habt ihr da schon Infos zu? Witzig, dass du fragst. gibt es da Dinge, die ich nicht sagen darf? Ich sag einfach mal, alles andere kann ja weggeschnitten werden. Wir machen eine EP, auf jeden Fall. Wir werden wieder ins Studio gehen Anfang des Jahres und werden nochmal ein paar Lieder fertig machen, dann auch mit Daniel auf der CD. Und das ist gespannt abzuwarten, weil da ziemlich, ziemlich viel cooler neuer Stuff bei rumkommt. Ja, das glaube ich. Ja, coole Sache. Habt ihr ein Lied, was ihr jetzt schon spielen wollt, könnt davon?
Also ich glaube, das wäre tatsächlich unschlau, weil du kannst einfach Sachen, die seit einem halben Jahr theoretisch verfügbar sind, nicht mehr als neu verkaufen. Also ganz neu im Programm ist schwierig. Ja. Dann lassen wir das. Okay. Dann kommt das, dass die EP kommt und das wird großartig, wunderbar, herrlich. Und es wird ein Freudenfest für Ohren und Augen und Nasen. Ein Orgasmus für die Ohren. Okay. Ein Orgasmus für die Ohren, ja. Dann macht ihr spannend und wir dürfen gespannt sein, was Eben. Kommt. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja, ein Vorschlag von Benno war, politisch können wir auch was machen. fand ich schön. Den Schuh lasse ich mir nicht anziehen. Ja, oi, oi, oi. Ich sag oi, oi, oi. Ja, wenn man heutzutage politisch seine Meinung äußert oder in eine bestimmte Richtung denkt, wird man ja heute ja, schief angeschaut oder auch oft missverstanden. Flagge zeigen ist aber, glaube ich, heute umso wichtiger. Was sagt ihr dazu? Wie soll man heute sich präsentieren politisch? Wie soll man da rangehen? Es ist schwierig. Ich? Ja, also ich, wie fragst du, wie man rangehen soll? Ja, also ich sag's deshalb, ich habe ein Gespräch gehabt mit meiner Klasse und wir haben darüber gesprochen, Politik in der Öffentlichkeit ansprechen, wie man denkt politisch, wie man sich orientiert und ja, wir haben erzählt und wir haben bemerkt, egal was man sagen würde, irgendeiner sagt immer, nee, voll die falsche Denkweise und so denke ich nicht. Flagge zeigen heutzutage ja oder nein? Okay, also ja, unbedingt, glaube ich. Weil im Prinzip ist es ja absolut notwendig, zu relevanten Themen, gerade was eben Ethik angeht, Stellung zu beziehen. Alleine schon daher, weil du ja eine ständig laufende Wertediskussion brauchst und um zukunftsfähige Ideen zu entwickeln sozusagen. Also ich glaube, wenn du eben, sobald du mit irgendeiner Form von Meinung in irgendeine Art von Öffentlichkeit trittst, bist du angreifbar. Und darauf gibt es immer welche, die warten darauf sozusagen. Wobei im Prinzip Streit ja eigentlich auch erstmal gar nicht großartig was Negatives ist, denke ich. Also mit der Kritik muss man dann eben leben und sich der stellen. Und eben, wenn da eine ernsthafte Streitkultur bei rauskommt, ist das eine wunderbare Sache sozusagen. Also ich glaube, das ist von Churchill, der immer gesagt hat, wenn zwei Leute die gleiche Meinung haben, ist einer überflüssig. Also ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig sozusagen. Ich glaube, was dieser Geschichte auch Dynamik gibt, ist, dass sich da eben auch durchs Internet ganz viel verändert hat. Also durchs Internet hat sich ja eben das Verhältnis verschoben, wo früher vielleicht Journalisten ihre Meinung sagen konnten, die im Normalfall überdurchschnittlich intelligent sind, können jetzt im Prinzip halt auch alle in der Öffentlichkeit ihre Meinung sagen. Und dadurch entsteht, glaube ich, ein Riesenhaufen Aggression und blödsinniger Quatsch. Aber an sich finde ich nach wie vor, ist es halt eine ziemlich geile Sache, dass du eben vielfältige Meinungen außerhalb von irgendwelchen Verlagen oder irgendwelchen bestimmten Institutionen im Prinzip öffentlich machen kannst. Und das sollte auch weiterhin genutzt werden, auch wenn es da eben Schlammschlachten drum gibt. Ja. So. Was mich persönlich so ein bisschen nervt, ist diese dauerhafte Links-Rechts-Debatte. Die geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Weil ich glaube, es ist nicht egal, aber es ist auch nicht das entscheidende Thema unserer Zeit, wo man sich jetzt einklassifiziert. So, also wenn dann eher, was das Resultat daraus ist, wenn überhaupt. So. Du sagtest gerade, öffentlich machen und das Internet gibt die Möglichkeit dazu. Glaubst du oder glaubt ihr, dass deswegen ist die AfD so dominant oder weshalb hat die gerade ihre Hochzeiten? Weil es lang genug her ist, als dass die Leute sich wieder Rassismus vorstellen können und da keinen persönlichen Bezug mehr zu haben. Ich glaube, das ist das Große. Also, dass es Leute gab, die jahrelang so gedacht haben, dass aber nie was gesagt haben. So, das glaube ich, das gab es auch direkt nach der Nazi-Zeit. Nur kann man jetzt halt wieder sagen, wieso, ich habe mit den Nazis von damals doch gar nichts zu tun, ich kann ja gar kein Nazi sein, weil die gibt's ja alle nicht mehr und so. Und damit halt irgendwie Rassismus auch wieder salonfähig gemacht zu haben. So. Und ja, jetzt sind es halt nicht mehr die Juden, sondern dann eben die Moslems. Ich
glaube tatsächlich aber auch, dass über die vielleicht relativ offensichtlichen Punkte oder Auslöser hinweg sozusagen, da eben auch wieder das Problem, was wir vielleicht eben auch schon hatten, das ist eigentlich, dass der fehlenden Wertediskussion eintritt. Und eben, ja, also du bist ja in der Freiheit sozusagen, bist du immer gezwungen, die Verantwortung für dein eigenes Handeln zu übernehmen. Und solche Strukturen, alles, was eben verspricht, Lösungen zu finden, an denen du dich selber im Prinzip nicht beteiligen musst, nimmt die Verantwortung von deinem eigenen Handeln. Und dass das scheinbar relativ viele Leute wollen, stellt für mich eigentlich wieder die Frage, wie stark sind eigentlich die Werte, mit denen wir uns hier immer schmücken? Haben wir eigentlich selber eine Vorstellung davon? Und gibt es eigentlich noch welche abseits von Gewinn oder Erfolg sozusagen? Weil scheinbar diese freiheitlichen Werte, die ja immer relativ hochgehalten werden hier in der deutschen Öffentlichkeit, von vielen Leuten so nicht angenommen und nicht gefüllt werden. Also ich glaube eben, das hängt auch wieder mit der Wertediskussion zusammen. Du hast das gerade also schon quasi beantwortet. Ich wollte als nächstes die Frage stellen, was sich dagegen unternehmen lässt. Du hast quasi schon gesagt, Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen. Sagst du, dass man da damit die Probleme beheben kann, wenn man erstmal bei sich selber anfängt? Na, als Anfang kann es auf jeden Fall schon mal nicht schaden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, solche Dinge relativ eng verbunden sind mit einer Lebensidee, die vertreten wird sozusagen. Und das ist eben die des ungezügelten kapitalistischen Grundgedankens sozusagen. Und der bedeutet eben Konkurrenzdenken. Der bedeutet eben, durch Konkurrenzdenken entsteht eben auch Ausgrenzung. Also ich glaube, dass du, wenn du solche Dinge langfristig und dauerhaft wirklich beenden willst und da eine neue Stufe schaffen willst, die eben nicht nur auf Gesetzesbasis, sondern die eben im Empfinden einer Bevölkerung sozusagen stattfinden, dann müsstest du im Prinzip ein neues Wirtschaftssystem entwickeln, das mit anderen Grundsätzen basiert. Und das ist also aus meiner Sicht eben auch keine Planwirtschaft wie im Sozialismus eine Alternative, sondern du müsstest eben eine transformierte Form fürs 21. Jahrhundert schaffen. Und dann, also ich glaube, das ist sehr, sehr eng miteinander verknüpft, viel enger, als das in der öffentlichen Diskussion so dargestellt wird. Es ist nicht die Armut sozusagen, die in Deutschland das Problem ist, weil eine absolute Armut ist hier sehr, sehr gering, sondern es ist eben das Gefühl, was vermittelt ist sozusagen, das Gesamtgesellschaftliche. Da sind ja auch sicherlich die Klischees, die da ja gesprochen werden, ein Problem, oder? Wie meinst du genau? Also, welche Klischees in dem Fall? Eigentlich alle, die so im Umlauf sind, was gerade die politischen Sachen betrifft, die politischen Themen betrifft. Also so Klischees wie, keine Ahnung, alle Männer aus Eritrea vergewaltigen Frauen so. Also halt im Endeffekt Medien, also so Dinge, die durch die Medien einfach mega breit getreten wurden und mega überspitzt dargestellt wurden. Ja. Ja gut, ja, da haben tatsächlich auch, wenn man sich irgendwie mal anguckt, so die Bild-Titelseiten aus den letzten 2 Jahren und wenn man das mal so ein bisschen zusammenpackt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute irgendwie anfangen, Angst vor Ausländern zu haben, weil die Bild halt einfach immer wieder die Kriminalitätsrate unter ausländischen Jugendlichen steigt, bliblablub, so halt das mega plakativ einfach hinstellt und dann lesen die Leute da drüber und denken sich, das muss genauso sein und denken halt überhaupt nicht nach, so. Und dann setzt sich irgendwann so ein dummer Scheißgedanke irgendwie im Kopf fest und ja, dann hast du den Salat. Zu dem Thema Klischees habt ihr ein Lied, ein Song, zu dem Benno gesagt hat, wir haben jetzt in letzter Zeit so gedacht, wir wollen ihn eigentlich gar nicht mehr so oft spielen, weil er ja leider wahr geworden ist, mehr oder weniger. Ja. Also, das tatsächlich war diese Überlegung neulich mal, dass man den mal reflektiert hat und gesagt hat, also der ist, glaube ich, Anfang 2016 entstanden und da war die Situation schon ein bisschen anders. Bei dem, was in der Zwischenzeit passiert ist, ist zumindest die erste Strophe, also wir haben ja mal was vorbereitet, aber werdet ihr gleich nochmal hören, aber ist zumindest die erste Strophe jetzt doch
fraglich, fragwürdig, weil ich denke eigentlich bei dem, wie gesagt, was passiert ist und die Ernsthaftigkeit, die dieses Thema bekommen hat, will ich eigentlich über Nazis gar nicht mehr lachen, sondern kotzen. Und vor allem will ich sie nicht mehr mit irgendwelchen anderen Gruppen, die da genannt werden, eigentlich noch in einen Topf stecken sozusagen, weil das alle anderen, die da vielleicht noch so scherzhaft eigentlich thematisiert werden, beleidigt bei dem, was solche Leute eben fabrizieren, wenn sie irgendwas anzünden, also oder versuchen Menschen zu töten. So, das ist eben, ja, also insofern wäre es vielleicht so als von mir als Texter so ein bisschen die Entschuldigung an alle anderen Klischees, die genannt werden, sowas nicht gemeint. Also, also. Es war mal witzig. Klischee, du hast gesagt, ihr habt was vorbereitet. Ich bin jetzt gespannt. Dann hören wir jetzt Klischee 2.0, eine neue Version. Nein. Wir spielen trotzdem die alte. Du bist ein stolzer Deutscher, kommst aus dem tiefsten Sachsen. Aus Angst um deine Steuern gehst du Asylanten klatschen. Du bist ein braver Deutscher und tust immer deine Pflicht. Doch dein schönes Bayern braucht Asylanten nicht. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot und wenn ich dich so sehe, tut's mir so furchtbar leid, mir mit dir eine Welt zu teilen. Du hast blond gefärbte Haare, bist ziemlich stark bemalt. Styling, Sex und Geldanlage, dein Körper ist dein Kapital. Und du bist so ein Businessmensch, der immer nur ans Business denkt. Auf Kokain, so selbstfixiert, dass du irgendwann dich selbst verlierst. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot und wenn ich dich so sehe, tut's mir so furchtbar leid, mir mit dir eine Welt zu teilen. Du bist so ein linker Spießer, politisch immer voll korrekt. So nimmst du die Freiheit, von der du immer wieder sprichst, den Andersdenkenden weg. Und du bist so ein Agro-Öko-Militant und spaßfeindlich Veganer in einem Wollpullover, doch zu Hause brennt noch Licht. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot und wenn ich dich so seh, tut's mir so furchtbar leid, hier mit dir eine Welt zu teilen. Du bist super klasse und hast deinen eigenen Swag. Aus deiner neuen Straße ziehen alle alten Mieter weg. Denn dank Papas Kohle wohnst du auf dem Kiez. Zahlst 1000 für eine Wohnung und fühlst dich alternativ. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot und wenn ich dich so seh, tut's mir so furchtbar leid, mir mit dir eine Welt zu teilen. Und du bist ein Beamter, füllst Formulare aus, meinungslos und dankbar, weil du einen Führer brauchst. Und du hast alle Homos und haust gerne mal wen um. Ein Hooligan, ein Prolo, der heimlich Kerle bumst. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot und wenn ich dich so sehe, tut's mir so furchtbar leid, mir mit dir eine Welt zu teilen. Und ich hasse mal lange Haare, mach auf B und rauche Weed. Ich sing und er spielt Gitarre, weil wir sonst nichts fertig kriegen. Herzlichen Glückwunsch, auch ich bin ein Klischee. Ein richtiger Modellidiot, weil ich nicht verstehe, wie ich es schaffen soll, den Rollen zu entgehen. Herzlichen Glückwunsch, wir sind alle Klischees, volle Vollidioten, und wenn ich uns so sehe, als Mensch auf der Welt zu sein. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Klischee.
herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich tun und sie und es, wir sind alle Klischees. Klischee von Waldgeist, ein sehr ja, selbstkritischer Song zum Ende hin, aber auch kritisch an die Gesellschaft. Vielen, vielen Dank dafür. Habt ihr da jetzt im Nachhinein noch was hinzuzufügen? Geil, dass sogar bei Klischee ein Fehler drin ist. Und es ist ein Lied eher über die Gesellschaft als über Politik vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Aber auch am Ende steckt in Gesellschaft auch immer Politik mit drin, das. Spontaner Themawechsel. Also, ja, ich mag auch keine rassistischen Altenpfleger. Gibt es rassistische Heilerziehungspfleger? Ich glaube nicht, oder? Stimmt. Ja, wahrscheinlich schon. Die machen ja, die Bekloppen machen alles, ey. Überall Spinner. Ja. Es gibt aber erstaunlich wenig, also Nazis, offene, richtige Nazis, die ich bei mir so im Erzieher Job mitgekriegt habe. Ja, da musst du ja, darfst du ja, bist ja sofort geoutet, Alter. Oh. Das ist ja, als wär, würden die vor 100 Jahren sagen, so, hey, ich bin jetzt schwul, darf ich mit Kindern arbeiten? So. Stimmt. Das ist, ey, da werden die sofort den Job los. So. Vielleicht auch nochmal, ja, oder du, guck mal, wie kommen wir das denn dann, okay, ne, der war ein bisschen stumpf. Sagst du so, ja, irgendwie, wir hatten jetzt eher schon mal über die neue EP gesprochen und so. Und da wird es ja auch eine Tour zu geben. Und ich meine, danach sind ja manche pflegebedürftig. Oh. Was sagt ihr zur Pflegesituation? Danach wird mich ja pflegebedürftig sein, sagen wir es so. So drücken wir es aus, wie es ist. Ich will noch ein paar Witze erzählen. Ein paar neue. Nee, das ist ein bisschen stumpf, glaube ich. Ja, vielleicht einfach sowas wie... Ja, bleiben wir bei Politik und ich komme mal auf das zurück, was Misha gesagt hat. Nicht unbedingt politisch repräsentativ, sondern eher gesellschaftlich. Aber wo gibt's noch sowas? In welchen Berufen? Weil eine Strophe ist ja, geht ja über Beamte. Wo findet man noch sowas? Eigentlich ja überall. Klischees jetzt, ja. Klischees kannst du. Wir haben Ben und ich auch irgendwann mal so eine Runde um den Block gelaufen und haben gewitzelt, dass man das Lied eigentlich unendlich erweitern könnte und sich zu jedem Klischee irgendwie auch noch eine Strophe ausdenken könnte. So, dann kannst du über alles, was kannst du da machen, ey, kannst du, keine Ahnung, wir hatten dann irgendwelche Jogger, über die man sich lustig machen kann oder, keine Ahnung, über Kinder könnte man sich auch lustig machen, das geht nämlich sehr einfach oder... Vielleicht sogar ausgebrannte Pflegekräfte. Ausgebrannte Pflegekräfte, darüber könnte man sich auch lustig machen, auf jeden Fall. Oder über Rollstuhlfahrer wie mich. Das könnte man auch. Ich habe selbst ja auch Humor und das ist ja... Oh, echt? Das ist auch ein Klischee, dass Rollstuhlfahrer keinen Humor haben. Höre ich oft, aber nee, bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall Humor, ich kann damit umgehen. Oder umfahren. Ach, jetzt. Es geht los. Nice. So. Nice. Also, Props dafür. So. Cliffhanger, komm mal der. Dreh mir den Spieß mal um. Brand, was hältst du von Jens Spahn? Ja, Jens Spahn, ich denke mal, dem wird ziemlich viel Unrecht getan oft, weil die Medien ihn auseinandernehmen von seinen Dingen, die er sagt. Es ist ja oft so, dass die Heute-Show oder Extra 3 so Zitate nimmt, die dann aber ja abgebrochen sind oder wo Phrasen rausgenommen werden, die eigentlich wichtig sind. Er hat ja mal gesagt, laut der Heute-Show, wenn wir mehr Pflegekräfte einstellen wollen und diese mehr bezahlen wollen, dann wird das mehr kosten. Das fand ich sehr schön. Das soll er aber gar nicht so gesagt haben. Ich habe tatsächlich nachgeschaut und da fehlt ein ganzer Nebensatz, der das Ganze noch umgedreht hat. Er hat natürlich gesagt, wir müssen auch die Arbeitsbedingungen ändern oder anpassen. Denn daraus resultiert das ja quasi, dass die Pflegesituation, die Pflegekräftesituation, der Fachkräftemangel so groß ist bei uns. Jeder Pfleger müsste 4 Stunden. Was war das denn vorhin? 3 bis 4 Stunden die Woche mehr arbeiten, dann wird das alles hinhauen. Ja, genau.
Finde ich aber tatsächlich auch. Also ich habe mich jetzt mit dem kürzlich zufällig mal ein bisschen beschäftigt und da fand ich auch so eine äußerst kontroverse, diverse Person. Ne? Also es lässt sich gar nicht so richtig festlegen. So, das ist das Bild, was in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, das ist, glaube ich, zu teilen zwar richtig, weil es, glaube ich, jemand ist, der sich Dinge nicht vorstellen will, die er sich nicht vorstellen kann. Aber zu anderen Teilen irgendwie auch nicht, weil eigentlich ist er jetzt nicht der Mensch, der da in der Öffentlichkeit gezeichnet wird oft. Ne? Also schon mit, ja, speziell. Ja. Was glaubt ihr, was ist das Problem soziale Berufe? Ist das... Die Ausbildung ist scheiße. Weil? Wir kriegen zu wenig Schläge. Ja, ich bin selber Erzieher, muss man dazu sagen. So. Und es ist halt so, naja, gehst halt 3 Jahre nochmal zur Schule, kriegst im Endeffekt kein Gehalt oder so, wie in anderen Ausbildungsberufen, weil es halt eine schulische Ausbildung ist. Und dadurch, das macht die Bedingungen halt, also naja, mach mal halt einen Vollzeitjob, wenn du auch irgendwie jetzt nicht gerade mehr 16 bist und bei deinen Eltern wohnst, sondern halt irgendwie halt nicht mehr zu Hause wohnst und Miete bezahlen musst und Essen bezahlen musst und dann hast du einen unbezahlten Vollzeitjob, wo du deine Ausbildung hast und dann irgendwie, keine Ahnung, manche Leute können dann BAföG beantragen und so, manche können es halt nicht und dann müssen die Leute trotzdem auch mit BAföG irgendwie nebenbei noch arbeiten gehen und haben am Ende, also ich hatte zwischendrin in meiner Ausbildung zwischenzeitlich mal eine, ich glaube, 57-Stunden-Woche mit Arbeit. So. Wahnsinn. Weil ich halt irgendwie nebenbei noch machen und tun muss und dann kommt noch Waldgeist. Also das ist halt einfach so, die Ausbildung ist halt mega blöd, es wird super schlecht bezahlt, so. Ja. Oder zu schlecht bezahlt, so. Und ich kann mir das auch beim, also die körperliche Belastung zum Beispiel dann auch wieder in der Pflege oder so, oder auch, ob das jetzt in der Behindertenpflege ist oder in der Krankenpflege oder so, so Schichten in Krankenhäusern, die Leute arbeiten sich da tot, so. Mhm. Und dadurch, dass die Bedingungen halt einfach so unglaublich beschissen sind und da auch irgendwie kein Wille von der Politik gezeigt wird oder sehr wenig Wille gezeigt wird, da die Bedingungen zu verändern, ist halt blöd. Ja, auf jeden Fall. Ich selber höre ja auch von vielen Rollstuhlfahrern oder anderen Menschen mit Behinderung, dass gar nicht so die Leute als Pflegekräfte die sind, die da was für können, was ja auch richtig ist. Also manche sehen quasi, dass es ein Problem der Politik ist. Viele, die sagen aber auch, oh, der Pflegedienst, der soll sich mal richtig organisieren, die sollen mal jetzt zack machen und mal in den Laden kommen oder so. Die sind dann richtig wütend und wechseln die Pflegedienste ja fast monatlich. Wo ich mir denke, das wird auch nicht besser dadurch. So. Also, weil das ist ja quasi das Problem, wie du eben sagst. Ne? Die Bezahlung ist scheiße, die Ausbildung ist scheiße. Wer macht das denn gerne bei den Bedingungen? Das Gesundheitssystem unterscheidet sich in einer gewissen Form schon von erzieherischen Tätigkeiten zum Beispiel, weil ich glaube, das Geschwür des Gesundheitssystems liegt viel auch in der Privatisierung. Also gerade jetzt, wir befinden uns jetzt in Hamburg und in Hamburg haben wir einen ganz entscheidenden Krebs im Gesundheitssystem, glaube ich, und das ist Asklepios. Also die Gesundheitsversorgung ist ein Kerninteresse des öffentlichen Lebens. Und die zu privatisieren und abzugeben aus der öffentlichen Hand, ist fahrlässig und katastrophal. Also das schlimmer geht's gar nicht. Das ist im Prinzip so, du hast wenige Grundpunkte, glaube ich, im öffentlichen Leben, die unbedingt in öffentliche Hand gehören. Das sind Schulen, das sind Krankenhäuser, Altenheime. Das ist Wasser- und Stromversorgung, das sind die Grundbedürfnisse und das ist der öffentliche Nahverkehr. Und das sind die Punkte, die, glaube ich, in öffentliche Hand gehören. Und wo du eben von einer gewinnorientierten Firma, das Konzept einer Pflege darf keine Gewinnorientierung sein sozusagen, sondern sie muss selbsterhaltend sein. Das ergibt keinen Sinn. Und es ergibt an dem Punkt, glaube ich, auch genauso wenig Sinn, dass Staatskassen wie auch Krankenkassen jedes Jahr Rekordgewinne vermelden und eigentlich nicht wirklich was umgelegt wird. Inklusion an sich, funktioniert das gut in Deutschland? Schwieriges Thema. Also ich habe das gemerkt, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, da fing das gerade an. Und da hat die Einrichtung ein Projekt geplant und hat Klassen zusammengelegt an der Realschule mit denen von unserer Schule dann.
Und das ging so, das ging nicht gut auf. Die wurden nicht akzeptiert von den anderen Schülern. Also gerade irgendwie, wenn das so in der siebten, achten Klasse ist, ja. Die Leute gehen da nicht drauf ein oder es ist schwer. Ich weiß nicht, ob es heute vielleicht besser geworden ist, ob man ein bisschen sensibilisierter da geworden ist. Ich bin da ein bisschen raus, weil ich lange nicht mehr im sozialen Bereich bin. Aber zu der Zeit war es sehr schwer. Und was ich von den Mitarbeitern mitgekriegt habe, die haben sich sehr darüber geärgert, wie das manchmal ablief. So. Also das war für die Schüler bei uns nicht immer gut. Weil sie wahrscheinlich überfordert sind, auch die Lehrer, ne? Ja, also so habe ich genau, erlebt. Gerade auch die Lehrer, die wissen dann auch nicht. Irgendwie, die müssen dann zwei verschiedene Level unterrichten quasi gleichzeitig. Dafür sind es zu viele Schüler in einer Klasse und zu wenig Lehrkräfte. So. Ja, und so kann es... Das funktioniert nicht. Nicht klappen, ne. Aber ich erlebe ja auch Sachen oder ich erlebe auch Situationen, wo das besser wird. Also es entwickelt sich, würde ich sagen, dazu. Ich bin ja selber dabei, mit meinen Freunden einen Verein zu gründen. Wir sind immer noch dabei, wir sind aber jetzt im letzten Schritt. Also wir wollen quasi jetzt demnächst uns treffen und nochmal die Satzung besprechen und dann quasi wirklich Protokoll schreiben und zum Notar bringen. Und damit bin ich ja auch an euch herangetreten mit unserer Vereinsidee Pro Inklusion. Ja, wir wollen quasi genau das ändern oder versuchen zu ändern, dass eben die Inklusion da angepackt wird, wo das noch nötig ist. Wo soll man da anfangen? Wo fängt man damit am besten an? Oder wie geht man daran? Also ein Schritt, ein relativ, also nicht unbedingt einfach umzusetzen, nachher, aber mehr Geld für mehr Stellen bereitstellen. Ja. Also ich finde, dass gerade allgemein Bahn und so alles barrierefrei wird, ist schon mal irgendwie ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben das mal gehabt, mit dem Zivi haben wir einen Rollstuhl ausgeliehen gekriegt und jeder wurde dann rumgefahren, mal irgendwie einen Tag lang haben wir den gehabt. Und wo du überall einfach nicht langkommst. So, du machst dir gar keine Gedanken darüber, wenn du normal dich bewegst. So, weil du denkst da gar nicht drüber nach. So, ne? Und dann siehst du erstmal, wie viele Hürden du im Weg hast. So. Aber wenn man das bemerkt als Nicht-Behinderter, ist es ja schon auch die erste gute Sache, wenn man das bemerkt und das ändern möchte. Ja, einfach mal so eine abschließende Frage. Wie fühlt ihr euch momentan so mit eurer Situation, was ihr so erreicht habt, gemacht habt bisher jetzt? Gut. Oh. Mehr geht immer, ne? Ja, natürlich, aber wir sind auf einem guten Weg, ne? So, wir haben schon ordentlich was gerissen, so für die Verhältnisse und die Zeit, die wir da bisher so dabei sind, und wir reißen da auch noch ein bisschen mehr runter. Ja, doch im Moment, glaube ich, überwiegt die Vorfreude, ne? Es kommt ja mindestens eine neue EP jetzt eben am Tag der Arbeit am 1. Mai da. Okay. Jetzt behaltet aber schon ganz schön viel. Behaltet die, muss ja sein. Ich sag, behaltet die digitalen Vertriebswege, so Spotify's und Amazons und solche Späße im Blick. Kauft sie 100.000-fach, dann spenden wir bestimmt auch was für einen guten Zweck und so weiter und so fort. Kaufen das Kasten, wie ihr wisst. Musikvideo kommt auch das erste. Eventuell geht da auch noch neuer Merch, so irgendwie so Kapuzenpullover und so ein Scheiß irgendwie in Produktion. Das wird ein gutes Jahr, das nächste. Das ist doch schön zu hören. Ihr habt gesagt, Straßenköter ist doch euer Liebling so. Und das ist ja eher ein repräsentativer Song. Vielleicht wäre das ganz gut, den als abschließende Nummer nochmal zu hören, wenn ihr Bock habt. Off we go. Land. Die Jahre ziehen vorbei, der Rucksack längst ergraut. Die Zeit, sie ist mein Feind, ich halt meinen Daumen raus. Immer auf der Reise, dreimal um die Welt, auf der Suche
Zeit auf der Suche nach mir selbst. Träume eines Streuners. Mein Abenteurer gehen. Beim letzten Funkenfeuer muss ich auch schon wieder gehen. Mein Zigeunerherz schreit es in die Welt. Ich bin ein Straßenköter, den es nirgends lange hält. Findet mich die Liebe, koste ich von ihr. Doch die Sehnsucht treibt mich wieder, wieder weg von dir. Zigeunerträume von der großen, weiten Welt, durch die ich immer streune, ohne Plan und ohne Geld, wo ich Asche hinterlasse und das verbrannte Nichts in der Hand, Whiskyflasche und es Träne im Gesicht. Träume eines Streuners. Mein Abenteurer gehen. Beim letzten Funkenfeuer muss ich auch schon wieder gehen. Zigeunerherz schreit es in die Welt. Ich bin ein Straßenköter, den es nirgends lange hält. Auch wenn mich schon seit lange keiner mehr vermisst, kann ich damit leben. Glüht ein Feuer, das die anderen verbrennt. Das Herz so voller Wehmut zieh ich in den Sonnenuntergang, weil Abschied immer weh tut und ich bin schon so oft gegangen. Ich will endlich bleiben, will endlich ein Zuhause. Doch in mir brennt die Sehnsucht, treibt mich in die Ferne raus. Träume eines Streuners. Feuer
kürzer, denn es nirgends lange hält. Sehr, sehr, sehr geil. Emotional auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank dafür. Habt ihr noch abschließende Worte? Nee. Sorry. Kauft unsere Shirts! Wir wollen uns bei allen Menschen begleiten, die uns bedankt haben. Unseren Chauffeur. Unsere Chauffeure, die uns durch die Republik fahren. Nein, keine Ahnung. Ja, uns wird es weitergeben. Eigentlich, wir grüßen alle, die uns noch nicht kennen, weil wir unseren Kreis erweitern wollen. Genau, genau. Die uns kennen, naja, die kennen uns ja schon. Das genau. Ja. Aber, ja. Alles klar. Ja, danke fürs Gespräch. Gerne, gerne. Ja, voll, ey. Ich danke euch. Ja, dann hören auch wir uns bei der nächsten Ausgabe von Brand redet. Ich verabschiede mich zusammen mit Waldgeist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.